So, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Watch Dogs, zu der 33. Folge Silber. Wie versprochen, machen wir jetzt an sich auch die Hauptstory, dann jetzt dann auch weiter. Wir haben jetzt alle OR-Code-Sachen gesammelt, die wir hier sammeln können. Beim aktuellen Status. Deswegen machen wir jetzt an der Hauptstory weiter. Oder meine, vielleicht sozusagen jetzt zwei Folgen Hauptstory weitermachen. Oder vielleicht auch drei. Wir werden sehen, wie lange das jetzt hier dauert mit der Gefängnissache. Ich rede hier noch nicht so viel, weil ich habe es jetzt nicht in hier 30 Tests zu bauen. Wie jetzt du eben aus der Abtragare. So. So. Das ist halt sozusagen der Kompromiss. Okay. Hier muss es sein. Muss ihn nur noch finden. Wo steckst du, Mann? Wir müssen reden. Na? Hier bin ich, Cass. Du gibst dich mit Leuten ab, mit denen du dich nicht abgeben solltest. Was ist hier los? Nicht mit mir, wenn der Risch in der Nähe ist. Aha. Opfer unverletzt. Verbrecher neutralisiert. Los, Herr Vollart. ÖP, wieso halten die hier so an? Der Partner da. Na, so, weiter. Keine Unfälle bauen. Man sieht, Rückspiegel Leute dran, ja. Ah ja, die Rückspiegel sind ja weiter in der Mitte selber drin, ich meine weiter drin. Es ist jetzt nicht so, dass man sie einfach wegfahren kann. So, dalle, schupp, dann da. Im Schlaf. Die Köpfe in dieser Stadt müssen blind sein. Ich hab's nicht gefahren. So. Kalen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in dem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Der geschützt hat dieser Cops. Ihr habt den Rächer. Sagt Jordi, dass wir quitt sind. Okay. Richtig hinaus. Nicht bewegen! Pierce. Aiden. Smith! Entkommen Sie aus Ihrer Zelle. Ich hab's dir gesagt, Mann. Du wirst es erst finden, wenn es dir zwischen den Schulterblättern steckt. Ja, ja. Jetzt rein da. Ich bekomme 20 Minuten Prügel, Scheißkerl. Heul nicht, Mann. Verzwischte. Da bleibt. Bist du deine Stationäre?
Ja, zu den Kollegen bitte. Pilber sitzt auf keine Chef zum Ehre. Nein, ich so unter. Okay. Jetzt versteckt die Kamera. So, da haben wir jemanden. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. Das wird eine ziemlich lustige Sache. Das wird eine ziemlich nervige Sache. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Könntest du jetzt nicht da rumstehen? Kurz. Weil das ist, wie denn die Leute in den Takedown eher schlecht. Hallo, was ist denn der Wachen? Die sind ja nun Leute, die hier so fallen könnte. Ah, da möchte ich genau das. Redel wird das schon mal. Das ist da hinten machen muss. Wo läufst du lang? Wir. Du bist jetzt weg. Oh, oh, nach oben. Da. Ja, da ist ja rausbauen. Auch oh, da. Bäh. Niemand darf uns hier entdecken. Das ist nicht eigentlich das Nervste hier. Ein bisschen schon. Blinde Wache. Verdammt, jetzt guckt der neue hin. Könntest du weitergehen? Lauf weiter. Der merkt uns zu sehr. Bei dieser Politik, die uns die Jobs wegnehmen mit der ganzen Automatisierung. Kittys Gehalt haben sie schon gekürzt. Scheiße, Mann. Totale Scheiße. Ah ne, der läuft ja direkt dahin, wo ich es brauche. Nein, ich muss nochmal. Kann ein Dreh nochmal herkommen? Kommt einer den anderen hier her? Nein. Ich muss da was hätten, verdammt. Jetzt hätte ich halt lustig, dass man noch die ganze Karte einzettet. Weil hinten sieht man ja immer noch die Sachen und Aushaltkarte.
Insofern, das dauert jetzt ein bisschen. Könntest du dich mal bitte drehen? Dreh dich, falsche Richtung. Nein! Schießt mal einen Schuss. Ja, ich hab mal einen Schuss. Seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Hallo? Ich glaube den Scheiß auch nicht. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Nein, Mann. Denk nicht mehr an diesen Kerl. Planänderung. Unser Gefangenentransport schlug fehl. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für euch tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar? Wo gehen wir hin? Antwortet oh mir. Mann, mir halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Nein, Anwalt. Nicht! Nachdem wir mit dir was fertig habt ihr sind. Vor? Ich gehe nicht mit zum Korrupt. Halt dein Scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller! Die sind im Keller! Könntest du jetzt mal bitte dich drehen? Ich hab den Bock, dass er mich jetzt erwischt, wenn ich das aber hätte noch. Im Keller. Ich bin nicht hier. Trisch. Nein, 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 der Aufzug hat sich nicht eben geöffnet. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sie dich anbringst, Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Was ein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden reingelegt. Glaubst du, wir machen den jetzt kalt? Das wird nicht mehr. Sag mich, was ich weiß. Kannst du nach Hause fahren? Er kann sich nicht ewig verstecken. Ich weiß, dass du da bist! Du hast keine Chance mehr! Das kann nicht wahr sein. Mach dir selber nicht das Leben schwer! Was zum Teufel? Mann! Diesmal entkommt uns nicht! Auf den Notarzt, ein Verletzter! Ah! Knallt ihn ab, wenn es sein muss! Da schießt einer! Bleib dran, er ist verwundet! Officer am Boden! Ist das euch Officer? Aus der Schusslinie! Geh wieder in Deckung! Ich hab ihn! Köpfe runter! Auf Köpfe! Oh nein! Du schießt auf meine Panzerung? Das bring mich nicht zum Lachen! Nicht gedacht!
Achtet auf die Flanke! Legt euch vor! Alle? Er hat sie alle getötet? Ja, Hatsch. Drehen Sie den Überlebenden. Oh, verdammt, Mensch. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Das ist einer der nervigeren Teile, die ich noch finde, selber. Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Hat man die Musik abgeschaltet, aber machen wir wieder. Halt wenige Gespräche gerade. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Okay. Mann, trotzdem, Headset anschließen hier. So, Headset abgeschlossen. Ja, dann war ja Fanshots. An alle Einheiten. Verstanden, kommt gleich da. Haltet durch. Stopp! Sofort! Stopp! Sonst schalten wir aus! Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Fahren Sie sofort ran! Fuck, ein Treffer! Das wird einer der lustigeren Teile, finde ich. Na Mann! Der Zivilist hat auf, vor mir zu fahren! Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Bleibt ihr dran, bitte mich auf! Hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort an. Wir haben ein offenes Fahndorf. Schwer damit zu halten. Ja, Schmidt wird's halt. Dranbleiben, Menes. Verdächtig ist uns entwischt. Starten neue Suche. Ja, kommen Sie, Polizei. Kommen Sie, die Polizei. Ja, das habe ich vor. Ist ein bisschen nervig, wenn sie überall hinkt. Hinterhinkt hier gerade. Ich meine, weil sozusagen scheint jetzt nicht die Polizei sozusagen ja beschießen am Anfang. Weil es auch sozusagen doof schadet, die Polizei Leute zu töten. Dieser Dreckskerl wird uns nicht entwickeln. Wir drehen ein paar Runden, vielleicht greifen sie ihn auf.
Jetzt hätte man eine Straße zu meinen, wo ich langfahren will. Zentrale, der Typ ist weg. Wir kommen zurück. Der Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will den Verantwortlichen. Damien schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. Hey Mann, wir treffen uns hin. Dann erzähle ich's dir. Das. Mission beendet. Mal wieder ein bisschen. Stillpunkt. Mal wieder drei. Machen wir doch mal den Hack. Das ist ein Zusatz. Machen wir hier das Fahren, präziser soll fahren. Ändert die Geschwindigkeit für Reifenpinne. So das Fahrverhalten. Machen wir das. So. Fahren uns schon noch ziemlich hoch. Akt. Wir haben den ersten Akt durch. Das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojo. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, oh. Spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. A new reality. Aber wie es wohl weitergeht, was ist an sich, die Fernsehstufe ist hier gerade ziemlich hoch. Deswegen wollte ich spontan mal sagen, ich nehme mal kurz einfach ein, so Stecke und leg mich mal pennen. So, sagen wir mal. Machen wir 22 Uhr. Das haben wir sonst eigentlich erst am Ende der Aufnahmesession. Jetzt machen wir jetzt auch mal mittendrin gerade mal. Und vielleicht. Ah, ne, warte mal, nicht so lange. Ich bin mal mein Versteck. Ah, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Watch Dogs. Ah, dann, bis bald.